Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von eurer Gameplayerin. Wir sind wieder im Tamriel-Universum. Und ja, wir müssen heute, beziehungsweise wir werden heute eventuell in einer Folge die Hauptquest noch hier abschließen auf Khenassis Rast. Wenn es doch zu lange wird, dann mache ich das Ganze in zwei Folgen. Aber ich hoffe, wir können das einigermaßen in einer Folge durchziehen. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Chat schließen, weil der mich nämlich immer sehr nervt, und dann mit Rasum da sprechen. Dieser hat so einiges gehört. Ihr hattet viel zu tun. Gut, ihr passt nun besser dazu als jemals zuvor. Was habt ihr zu erzählen? Ich habe die Probleme in den zerrütteten Untiefen und in dem Tempel der trauernden Quellen beseitigt. Ihr seid eindeutig dazu ausersehen gewesen, uns zu helfen. Jona und Yoda haben einen Sinn für Humor, ja? Und natürlich denkt Ras, dass Diskretion belohnt werden sollte. Ja, und wir haben einen Heilstab erhalten. Bleibt bei Verstand, meine neue Freundin. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Vipern lauern im hohen Gras. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach Halb Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Warum? Was ist geschehen? Khenartis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr eine Freundin seid. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Aber wir sind nicht hier, um irgendetwas zu erobern. Der Silvenar weiß das. Er ist in der Kanzlei und sucht nach einer friedlichen Lösung. Erzählt mir vom Dominion. Die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Eiren unser Dominion. Nochmal, wer ist der Silvenar? Er ist die Stimme und der Geist der Waldelfen. Sie sagen, er ist, war und wird ihr größter Anführer sein. Was auch immer das bedeuten mag. Dieser kennt ihn als unübertroffenen Diplomaten. Er ist außerdem die größte Hoffnung des Dominions, diese Angelegenheit friedlich zu lösen. Wer seid ihr wirklich? Rasum Dar ist nur ein einfacher Khajiit. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwanz nicht einklemmt. Eines Tages. Okay, dann werden wir uns erstmal aufmachen. Zum großen Gebäude. Ist der Silvenar blind? Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Schlange, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Wir hätten diesen Ort schon bei unserer... Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvenar mit diesen dreckigen Maormann? Was habt ihr gegen die Maorma? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvenar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Okay, machen wir. Und wir schauen uns natürlich auch noch ein paar andere Sachen hier an. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Khenartis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Dann gebe ich dir mal die Marke. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund.
Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe gebrauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Warum nicht? In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ihr möchtet, dass ich Sie um eine Kopie des Abkommens bitte? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Das hat der jetzt aber schön gesagt mit dem Chor. So, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Sachen klaue. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Der Silvenar möchte eure Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormern unterzeichnet? Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Die Maoma erheben Anspruch auf Kenatis Rast? Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen. Und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Ja, das habe ich gerade schon getan. Aber die konnte mir nicht wirklich helfen. Oder wollte es zumindest nicht. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Ulondil und Harani weigerten sich, ihre Kopien vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Was meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Silvenar euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelorn geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Silvenar? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Was haltet ihr vom Altmeri-Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Vosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt.
Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Okay, dann schauen wir mal. Ah, hier ist das Buch ausnahmsweise auf dem Tisch. Das kann sein, wenn ihr das selber holen wollt, dass das Buch mal unterm Tisch ist. Das ist von Ebene zu Ebene ein bisschen verbuggt. Jetzt lässt mich meine Stimme hier auch noch gerade im Stich. Das ist gar nicht gut, weil wir müssen die Hauptstory hier auf jeden Fall heute noch enden. Bewundert seinen geifernden Schlund. Hier ist ebenfalls noch ein Buch. Auch Rasum da. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit ringt? Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Sylvanar muss das Abkommen sehen, aber niemand will mit einer Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht. Seine Viperenzunge ist scharf, aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur 3 Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Okay. Was? So, wir... Als Teil des Dominions laufen. Genießt ihr Warum ich Sicherheit. Jetzt laufe, weiß ich nicht. Normalerweise reite ich. Einmal hier durch. Hoffen, dass die Stimme mitmacht. Allerdings werden wir hier nicht reingehen, weil wir müssen uns mal kurz die Scherbe hier hinten holen. Die haben wir ja auch noch nicht gehabt. Und ich sehe gerade, das ist kein normales Ahorn. Das können wir auch mal eben mitnehmen. Ahorn wäre jetzt nicht so wichtig. Was haben wir denn hier? Oh, schade. Ich dachte, Mach es wäre keine ein Schwierigkeiten. Tintling. Keine Ahnung, warum ich gedacht habe, es wäre ein Tintling. Wahrscheinlich, weil dieses Bild immer so aussieht. So, dann laufen wir erstmal in den Palast. Noch oder was eine? Ist das? Die Botschaft. Und ich muss erstmal nach oben. Ich vertue mich nämlich immer mit der Reihenfolge. Zugang verboten. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Ja, und damit haben wir quasi ausgelöst, was wir auslösen wollen. Botschafter Ulondil ist nicht hier. Und wenn er es wäre, wäre er viel zu beschäftigt, um solche wie euch zu unterhalten. Warum ist diese Wache da oben? Genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Er würzt seinen Rum mit Mondzucker, wisst ihr? Ich bin sicher, er lässt ihn sich von jemandem aus der Dienerschaft bringen. Wenn ich ihn noch einmal dabei erwische, wie er auf seinem Posten schläft, erzähle ich es dem Botschafter. Mach das. Böden, die nicht schaukeln, Sand, der in Stiefel kriecht, Käfer so groß wie Anker. Mögen die Götter mich auf ein ordentliches Schiff schicken? Ja. Warum ist diese Wache da oben? Also macht er tatsächlich mal seine Arbeit?
Die meiste Zeit schreibt er Liebesbriefe an irgendein hübsches Ding aus der Stadt. Sadi oder Sami oder so. Er ist ein Narr in einem Krähennest, der den Horizont nach jedem kleinsten Zeichen ihrer Zuneigung absucht. Ja, und damit habt ihr jetzt quasi die Gelegenheit. Ich bin jetzt gerade am Gucken, wo das andere war. Nee, das ist nur findet einen Weg, die Wache auszuschalten. Die Gelegenheit, euch zu entscheiden, ob ihr ja, auf den Buchhalter eingehen wollt mit dem Trinken oder ob ihr auf sie eingehen wollt mit dem Schreiben. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen was geklaut. Mischt das jetzt nicht mit dem Schreibtisch. Oh, man kann es auch nicht vernünftig amüsieren. Hallo. Okay, also neben dem Tisch können wir die Tasse nehmen. Und dann geht's weiter. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was haltet ihr von einem Schluck? Glaubt ihr, ich nehme Getränke von Fremden an? Es ist vom Buchhalter. Oh, ich schätze, die kleine Seepocke ist schon in Ordnung. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt habt ihr eigentlich, also nachdem der Text da drin war, schon die Gelegenheit, euch hier ein bisschen umzusehen, weil er nämlich jetzt ausgenockt ist. So, ich mache das dann immer so, dass ich erstmal ein paar Sachen hier stehle. Deswegen sollte man auch immer, das wollte ich eigentlich nicht stehlen, auch immer ein bisschen Platz haben. Weil später habt ihr nämlich vorerst nicht die Möglichkeit. Wieso steht er jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt grün. Ich dachte, er bleibt liegen, bis wir das Ganze jetzt beendet haben. So, Abkommen von Kenasis Rast. Es wird festgehalten, dass die Bürger und Anführer der unabhängigen Insel Kenasis Rast anerkennen, dass die Vollzugsschwadronen der Maoma zu erheblicher Zerstörung imstande sind und ein friedfertiges und monetär vorteilhaftes Abkommen schließen wollen. Es wird festgehalten, dass beide Parteien anerkennen, dass Bedingungen für ein beidseitig vorteilhaftes Bündnis gefunden werden müssen und dass das Einbeziehen militärischer oder politischer Dritter sowohl für die Interessen der Maoma als auch für den Handelsertrag von Mistral abträglich wäre. Unter der Schirmherrschaft des erlauchten und weisen Königs Urgum, die Stimme des freien Volkes der Maoma, Befehlshaber über 12 Dutzend und ein 12 Dutzend und ein mächtige Schiffe, okay, treuer und tapferer Vertreter der Macht der Maoma und damit auch die niederen Volks von Kenasis Rast, werden die beiden Parteien in Zukunft die Bedingungen der Artikel dieses Vertrages einhalten. Müssen wir die jetzt auch noch alle durchlesen? Artikel 1, also ihr könnt euch das ja gerne noch durchlesen. Gebühren für die Registrierung und so. Also da steht jetzt nichts wirklich Interessantes drin, behaupte ich jetzt mal einfach. Wer es lesen möchte, macht einfach eben kurz Pause. Euch zuliebe klicke ich das Ganze nämlich mal eben kurz durch. Und dann, ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir bisher noch nie durchgelesen. Es hat mich auch noch nie interessiert, was da drin steht. Da ist nur ein Dietrich drin. Was haben wir denn hier noch? Ja, das kann ich schon lernen. So. Dann geht's jetzt zurück zu Rasum da. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Ja, bin ich auch. Er hat ja gesagt, wir treffen uns auf der Brücke. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. In der Tat, hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht.
Dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondil. Allerdings, das wäre lustig. Damit die Folge allerdings nicht zu lange wird, werde ich jetzt erstmal zum Zielort gehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oben im Haus wieder. Bis dann. Ciao.